ich hoffe, euch geht's gut. Also mir geht's super. Heute ist wieder ein neues Video für euch. Und ja, ihr seht mich jetzt auch mal wieder. In letzter Zeit hatte ich irgendwie mega, mega keine Lust zu filmen. Ich weiß nicht, vielleicht lag das daran, dass es draußen einfach öfter mal so dunkel war. Und ich weiß nicht, ich war die ganze Zeit nur so cozy unterwegs. Und I don't know, ich hatte einfach nicht so Lust, vor die Kamera zu treten. Aber natürlich rede ich immer gern mit euch. Deswegen waren Voice-Overs auf jeden Fall am Start. Bis auf den Adventskalender. Da ist manchmal eine Computerstimme drauf. Manche von euch lieben sie und finden sie total lustig. Andere finden sie irgendwie doof und würden sich meine eigene Stimme wünschen. Aber das Ding ist, wenn ich den Adventskalender wirklich durchziehen möchte, also jeden Tag ein kleines Mini-Video, dann ist es für mich einfacher, die Computerstimme zu benutzen. Ich finde sie lustig und ich kann das halt auch schneiden, ohne dass es um mich herum leise sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Also ich muss da nicht extra drauf sprechen und allein in einem Raum sein, sondern ich kann das einfach machen nebenbei und deswegen klappt es auch so gut, dass jeden Tag ein Video kommt. Long time no see. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe einige Videos eigentlich schon hochgeladen in letzter Zeit, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die hatten weniger Aufrufe mal wieder. Wahrscheinlich, weil ich nicht pünktlich donnerstags abliefere und ja, der Algorithmus, der er bestraft mich natürlich direkt damit, dass das Video weniger Leuten angezeigt wird. Falls ihr die letzten Videos nicht angeschaut habt, könnt ihr sie gerne mal noch angucken. Heute wird es um das Blabla Journal gehen. Ich habe ja schon länger kein Blabla Journal Video mehr hochgeladen, wo ich ein paar Seiten gestaltet habe. Und zwar gestalte ich heute die Schmetterlingsseite und die Pixelseite. Ich freue mich schon von Anfang an übertrieben auf die Pixelseite und ich werde versuchen, das ganze Blatt, also die ganzen Pixel auszufüllen. Das wird wahrscheinlich sehr lange dauern, aber ich freue mich drauf. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ich beginne zuallererst mal die Schmetterlingsseite auszumalen. Da geht es wirklich nur darum, die Seite irgendwie schön auszumalen. Das ist nämlich die Rückseite, also eine der Rückseiten von der Skelettseite. Die andere Seite muss ich auch noch gestalten. Also das ist die, wo man Papierschnipsel draufkleben muss aus Zeitschriften. Aber da habe ich noch nicht die passende Zeitschrift dafür gefunden. Ich möchte da irgendwas Besonderes draus machen. Ich weiß noch nicht so genau was. Deswegen kommt es auf jeden Fall auch noch. Und als erstes Mal habe ich richtig viel Spaß daran gehabt, den Schmetterling auszumalen, die einzelnen kleinen Felder. Ich habe mal wieder die Aquarellbuntstifte von Staedtler verwendet. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht das letzte Mal. Deswegen musste ich da mit diesen Stiften einfach direkt weitermalen. Ich finde es halt schön, dass man damit so schön präzise mit der Spitze von einem Stift malen kann, aber trotzdem diese Leichtigkeit von Aquarellfarben haben kann, indem man das eben mit Wasser dann nochmal vermischt. Oder verwischt. Auf jeden Fall habe ich mich für die Farben so lila und blau entschieden. Ich dachte, das sieht so ein bisschen eisig aus. Ich habe letztens den Vorschlag bekommen, dass ich mal auf eure Werke im Blabla Journal reagieren soll in einem Video. Und ich fand die Idee so richtig cool, weil ich habe jetzt in letzter Zeit auch versucht, nicht so genau in den Hashtag reinzugucken, damit ich mir diese Bilder eben ein bisschen aufsparen kann, damit ich diese Überraschung für mich haben kann. Klar, ich kriege die immer angezeigt, aber ich habe trotzdem nicht so ganz hundertprozentig genau drauf geschaut. Deswegen freue ich mich auf das Video, wo ich auf eure Werke im Hashtag BlaBlaJournal auf Instagram reagiere. Ach ja, was ich euch auch noch sagen wollte, ist, wenn ihr gerne in meinem Shop bestellt, www.foxydraws.de oder shopfoxy.de, dann würde ich das auf jeden Fall noch bis 1. Januar machen, denn wir schließen den Shop Januar und Februar, also da kann man nichts bestellen. Wir öffnen erst ab März wieder, das heißt, wenn ihr unbedingt ein Outfit-Bingo haben wolltet, dann würde ich auf jeden Fall jetzt noch bestellen. Das wollte ich einfach nochmal kurz einfügen. Go, I don't really dare to assume.
Für die Pixelseite habe ich mir überlegt, dass ich so ein Tier-Theme machen möchte. Also entweder Dschungel oder Safari oder irgendwie beides. Keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall so richtig wilde, crazy Tiere draufmalen, wie zum Beispiel eine Giraffe. Oh mein Gott, ich finde Giraffen sind so schön und so süß irgendwie. Und ein Äffchen, habe ich mir gedacht. Apropos Äffchen, oh mein Gott, ich liebe diese Tierchen. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche, aber die ganz, ganz kleinen finde ich halt so, 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 so süß. Und ja, da muss auf jeden Fall eins noch mit hier drauf auf die zwei Seiten. Ich versuche wirklich alles auszufüllen, also auch mit Hintergrund und so weiter. Ich habe einfach nach und nach die Tiere da drauf gemalt. Ich habe mich von Pinterest inspirieren lassen. Da gibt es super viele Pixelbilder, da muss man sich gar nicht selber irgendwas ausdenken. Keine Ahnung, ich bin da manchmal, wenn ich sowas mache, bin ich so perfektionistisch, dass ich ein bisschen Angst habe, es mir selber auszudenken, also vor allem jetzt bei den Pixelsachen, und dass ich dann einfach irgendwas abmale. Und das macht ja eigentlich auch übelst Spaß, also finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn man sich da nicht unbedingt, also komplett was selbst ausdenkt. Ich muss da wirklich immer so voll an die Grundschulzeit denken. Da haben wir nämlich auch einmal so ein Thema gehabt. Da haben wir Pixelbilder gemalt in Mathe, also in Geometrie. Es war wirklich in der ersten Klasse oder sowas. Aber es hat so viel Spaß gemacht, dass meine Freundin und ich das dann auch zu Hause so privat einfach für uns gemacht haben. Das hat uns so richtig angesteckt damals. Das, also, keine Ahnung, das war dann ein richtiger Hype bei uns. Wie ihr sehen könnt, kommt so langsam das Bild zusammen. Jetzt komme ich mal so zum Hintergrund. Ich habe versucht, unten so ein bisschen so dschungelmäßig alles in grün und schwarz zu machen. Also das Schwarze soll dann so der dunkle Hintergrund sein sozusagen. Und obenrum wird alles so ein bisschen heller, so wie der Himmel eben. Und ich finde es halt mega süß, dass die Giraffe da so direkt daneben ist und halt keine Ahnung, ich finde das Bild super, super cute geworden. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild so findet und was ihr auf die Pixelseite gemalt habt. Das würde mich mega, mega interessieren. Von den Stiften her hatte ich das Gefühl, dass die Crayola-Marker dafür echt super gut geeignet sind. Am Anfang habe ich noch andere verwendet, für die Giraffe zum Beispiel, aber die Crayola-Marker fand ich dann am Ende doch besser dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, das zu drehen und alles zu malen. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und sorry, dass das Bild so kriselig ist gerade, aber draußen ist relativ dunkel. Und ich hatte jetzt keine Lust, die Lichter anzuschalten. Das ist überhaupt nicht meine Mut gerade. Ich genieße es total, dass es so ein bisschen gloomy ist draußen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm für euch, dass es jetzt nicht so super, super hell ist hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich habe euch lieb. Ciao!